Liebe Brüder und Schwestern, eine berührende Szene da vor dem Grab, wo Maria ausharrt, während die anderen Jünger Johannes und Petrus weggehen, voller Fragen, voller Unsicherheit, voller Zweifel. Maria bleibt beim Grab. Sie ist ja auch unsere Kirchenpatronin, die heilige Maria Magdalena, Patronin all jener, die bereit sind, aus ganzem Herzen umzukehren zu Gott, die Buße tun, die in dem Bewusstsein leben, dass sie viel von Gott empfangen haben, dass sie Jesus ihr neues Leben verdanken, weil er alle Schuld getilgt, alle Sünden hinweggenommen hat. Maria von Magdala, die Sünderin war, ja vielleicht das klassische Bild einer Sünderin, und Jesus hat sie befreit. Es heißt ja in der Schrift, befreit von 7 Dämonen, ja von dieser 7-fachen Schuld, von diesen 7-fachen Sünden, die den Menschen belasten, unfrei machen, gefangen nehmen, von diesen Hauptsünden, die letztlich den Tod der Seele bringen. Jesus, er ist der Befreier, der Retter und Erlöser. Das verkünden wir heute an diesem Osterfest. Er ist für uns am Kreuz gestorben, unter unfassbaren, unvorstellbaren Qualen und Schmerzen hat er sein Leben ausgehaucht am Kreuz, aus einer unfassbaren Liebe zu den Menschen, in dieser Liebe Gottes, weil er uns befreien wollte von aller Schuld, weil er die Sünden sühnen wollte in seinem eigenen Blut. Er ist das Paschalamm, das Pessachlamm, das die Schuld tilgt. In seinem eigenen Blut wäscht er uns rein. Was für eine unfassbare Liebe wird da sichtbar. Wir können das gar nicht begreifen, gar nicht fassen, diese unfassbare Liebe Gottes zu jedem Menschen, zu uns. Jesus hat ja sein Opfer für alle Generationen vollbracht, für die ganze Menschheit, für die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Generationen, bis zum Ende der Welt, bis zur Vollendung der Welt und Heilsgeschichte. Aber Jesus, der für uns den Tod erlitten hat, alle Schuld getragen hat, als der leidende Gottesknecht, als das Sühneopfer, er ist nicht im Tod geblieben. Ja, der Tod konnte ihn nicht festhalten, weil er der Sohn Gottes ist. Nicht nur Sohn eines Menschen, nicht nur der Sohn der Jungfrau Maria, sondern er ist der Sohn Gottes, der Messias, der Retter und Erlöser. So hat er diese Pforten der Hölle aufgebrochen, vernichtet. Er hat den Tod überwunden. Er hatte uns befreit aus der Macht der Sünde, des Bösen, des Todes. Er ist unsere Auferstehung, unser Leben. Wenn wir uns ihm anvertrauen, seiner Barmherzigkeit, seiner Gnade, seiner rettenden Macht, dann können auch wir aufstehen von den Toten. Dann beginnt Auferstehung schon hier, jetzt, in diesem Augenblick, immer wieder neu. Aber wir müssen an diesem Glauben festhalten, an Jesus und an dem Zeugnis des Glaubens. Ja, kommen wir voll Vertrauen zum Herrn und empfangen wir auch das Bußsakrament, gerade jetzt zu Ostern, die Vergebung der Sünden. Der Herr, er tilgt alle Schuld, er holt uns heraus aus allen Gräbern,
aus all dem, was uns gefangen nimmt, was uns daran hindert, ihm nachzufolgen, sein göttliches Leben, seinen Geist in uns aufzunehmen. Ja, Gott vergibt nicht nur die Schuld, er vergisst auch alles. So sind auch wir vom Herrn aufgefordert, dass auch wir einander vergeben, verzeihen und uns bemühen, alles, was wir an Bösem, an Sündhaftem erfahren haben, zu vergessen. Aber das können wir nur, wenn wir alles wirklich in die Beichte gebracht haben, wenn alles sozusagen hineingelegt worden ist in dieses geöffnete Herz Gottes, aus dem Blut und Wasser fließende Quellen des Heils, des neuen Lebens. Dann können auch wir dem Herrn begegnen, wie Maria von Magdala vor dem Grab. Dann trocknet er alle Tränen, verwandelt alle Traurigkeit in österliche Freude. Er holt uns heraus aus dem Dunkel hinein in sein österliches Licht, aus der Verzweiflung hinein in seinen österlichen Frieden, aus der Hoffnungslosigkeit hinein in seine österliche Herrlichkeit, weil er der Sieger ist, der König, der triumphiert, der Allmächtige, das Alpha und Omega. Ja, dann macht er uns neu zu seinen Zeugen. Er haucht uns seinen Geist ein und sagt zu uns, ja, bezeuge meine Auferstehung, bezeuge, dass ich der Lebendige bin. Ja, unser Glaube beruht ja nicht auf irgendeine Lehre, nicht auf irgendeine Weisheit, nicht auf irgendeine sehr hohe Philosophie, sondern unser Glaube beruht auf eine Begegnung mit einer Person. Das ist der Grund unseres Glaubens. Ja, die Lehre wurde überliefert, aber zuerst, ganz am Anfang, steht diese Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ja, möge auch uns neu diese Begegnung mit dem Herrn geschenkt werden. Amen.